Gut, gut. Kommen wir also zu dem Part, der sich sehr stark gewünscht wurde. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie krass sich das gewünscht wurde, diese Kabelwand mal zu zeigen. Das ist sie also, mein Kabelwändchen. Wir fangen mal ganz links an, bevor wir dazu kommen, wie die eigentlich hier aufgebaut worden ist. Ganz links haben wir Speakon NL8. Achtpoliges Speakon brauche ich unglaublich selten, habe ich aber da. Ist manchmal super praktisch, wenn man zum Beispiel so einen Traversenkranz irgendwo in der Decke hängt, eine Traube an Lautsprechern, du brauchst nur ein Kabel hochziehen, teilst das oben auf. Sehr praktisch oder auch für unsere Turniergeschichten. Das ist ein Kabel, was du alleine mal durch ein Kabelrohr und eine Ovalbahn ziehen kannst und dann eben trotzdem genug Lautsprecherwege auf der Bahn hast. Hier sind alle kurzen CE-Kabel, 16 und 32 Ampere, also irgendwie so 3 und 5 Meter Längen. Dann haben wir hier Stromkabel, hier sind Kaltgerätekabel, Powercon Normal und Powercon True One und Powercon True One Link Kabel drauf. Alles, was man noch eben so zum Inbetriebnehmen braucht. Lichterketten, ja, sehr wichtig. Warum die jetzt hier hängen, keine Ahnung. Aber hatte ich gerade auf der Gym bei unserem Camper, habe ich mit einer Solaranlage aus dem Sprinter betrieben, war sehr schön. Mein altes Multicore kennen vielleicht einige noch aus den allerersten Nickels Kicks Folgen. Mein 14.2 Multicore, es existiert noch. Auch die Sagebox auf der 19.2 Wende existiert hier in der Kiste unten noch. Ich zeige das mal eben. So, also einige kennen auf jeden Fall noch diesen fetten alten Harding-Stecker und eben ja, die dazu passende Stagebox, die hier unten drin liegt. Übrigens sind hier unten auch noch meine 6er-Verteiler zwischengelagert. Genau, ich glaube, das kann man in der Hauptkamera gar nicht sehen. Hier ganz unten auf der letzten Stiege sind so Videokabel, also HDMI-Patcher hauptsächlich und auch noch so ein bisschen Cinch, was man wirklich super selten braucht. Dann kommt eben die nächste Bahn mit NF-Kabeln, also XLR. 1 Meter, 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter. Und ganz unten haben wir so Multicore, eben zum Beispiel hier 3 Meter Vierfachchor, super geil für Endstufen, für Funksysteme und so weiter. Sehr geil für DJ, für Piano, E-Drums und so weiter oder eben AB-Mikrofonierung, Atmo, habe ich hier Doppel-XLR-Kabel. Trotzdem natürlich symmetrisch, das ist wirklich ultra praktisch, habe ich als 5 Meter, 10 Meter und 15 Meter und die Vierkanaler eben nur als 3 Meter. Ah ne, und ich habe auch noch einen 25 Meter Vierkanal. Auch ausreichend vorhanden, auch einige Sachen gerade verbaut, also theoretisch noch ein bisschen mehr, aber ich denke, ich bin damit schon ganz gut aufgestellt. Dann haben wir hier Schuko, auch teilweise verbaut. 1 Meter, 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter. Muss ich auch bald wieder DGOV prüfen, habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf, aber muss halt gemacht werden. Daneben Speakon, 1 Meter und Speakon-Aufteilungen, davon 4 Stück selbst gebaut. 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter und ganz unten nochmal 15 Meter und bald möchte ich auch noch 20 Meter Stücken haben und ich habe auch bei Speakon mit den Farbcodes gearbeitet. Leider muss man dafür diesen ultra überteuerten Stecker nehmen, der von Neutrik und Sommerkabel zusammen entwickelt wurde und die bekommt man auch nur als 50er Pack. Ja, ist nicht so günstig, aber so kann man bei diesen Steckern eben auch Farbringe drauf machen, was ich ja gemacht habe. Ich habe hier weiße Ringe gibt es nicht, transparent mit Papier drunter, gelbe Ringe, halt rote Ringe. Blau habe ich den ganz normalen Stecker gelassen, weil der ist von Hause aus sowieso schon blau. Bei mir weiß man eben dementsprechend, dass es ein 10 Meter Kabel ist. Ja, also brauche ich halt nicht einen Haufen Stecker verschwenden. Und 15 Meter ist bei mir grün und dementsprechend haben die natürlich auch einen grünen Ring. Ja, kurz noch zum Thema Speakon. Bei mir sind alle Speakon-Kabel bis 15 Meter 2,5 Quadrat und Sommerkabel Elephant-Leitung. Ja, und vor allem alles vierpolig. Alles. Bei mir gibt es kein einziges Zweipolkabel, bis auf das, was hier ganz hinten hängt. Sonst gibt es hier wirklich nur Vierpolkabel, wenn man dann nicht überlegen muss, was nimmt man wo. Und so habe ich nur eine Sorte und kann die für alles verwenden und das halte ich für sinnvoll. Warum sage ich bis 15 Meter, 2,5 Quadrat, wenn ich doch kurz bis 15 Meter Kabel habe? Nee, habe ich nicht, denn hier unten gibt es noch Trommeln. Einige kennen die auch schon aus meinem Bauvideo, was ich bei Stage 223 damals gemacht habe. Da habe ich gezeigt, wie man eine NF-Trommel und eine Speakon-Trommel bauen kann. Und diese besagten Trommeln stehen hier unten. Das ist die 40 Meter Speakon-Trommel mit 4 Quadrat und 75 Meter Speakon-Trommel mit 4 Quadrat Leitung. Dann einmal Cat6A Leitung für Stagebox-Gedöns für meine SQ und nochmal ein Doppel-AES-Kabel 75 Meter für Signalverteilung bis nach Curryland, wie auch immer. Noch ein bisschen Hazer-Fluid für diese ganzen Filmgeschichten. Dann stehen noch ein paar S3-Schuhe rum. Reutlinger habe ich hier auch noch, also Slider, um halt ein paar Sachen von der Decke abhängen zu lassen. Ja, und warum auch immer da dieser Regenschirm hängt, weiß auch nicht. Ach so, genau. Und hier sind nicht mehr ganz im besten Zustand sich befindliche Leitungen, die ich vielleicht mal irgendwann fürs Haus nutze, die aber nicht mehr öffentlich genutzt werden.
Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, wie habe ich diese Kabelwand gebaut? Es ist nicht meine Idee, es ist die Idee von der Firma, wo ich damals gelernt habe, und zwar ist das Edelmatt in Berlin. Und die haben das wie folgt gemacht, was ich da nachgebaut habe. Spindel oben und unten. Ich habe bei mir noch eine Gummimatte runtergepackt, weil bei mir ist die Kabelwand nicht in der Decke und im Boden verankert. Das ist wirklich gespannt. Und die Gummimatten machen es natürlich logischerweise noch mal fester, weil es nicht so schnell wegrutscht und vor allem, weil sich jede Kerbe wirklich anpasst und nicht Metall auf Beton ist. Das wäre halt irgendwie nicht so geil. Dann einmal zwei Querpipes gezogen für die Stabilität und dann überall mit festen 90-Grad-Schellen einfach 1 Meter Pipes rangebastelt. Fertig aus. Überall mit farbigen Tumpel rumgeklebt, beschriftet, was ist. Und schon hat man eine wirklich super stabile Kabelwand, auf die man sogar steigen kann, wenn man das möchte, aus welchem Grund auch immer. Das ist wirklich super geil, weil so knacken die Haken nicht weg oder irgendwelche Holzkonstrukte. Das ist wirklich super stabil. Hier kann man echt Tonnen an Kabeln drauf machen und es ist statikmäßig gar kein Problem. So, jetzt sind wir aber fast durch und gehen zu dem Ort, wo wir angefangen haben, nämlich dorthin, denn da gibt es auch noch ein bisschen was zu zeigen. Jetzt stehen wir hier, wo ich normalerweise zu euch rede, und jetzt seht ihr mal was, was man normalerweise nicht sieht. Denn hier oben sind noch meine ganzen Adapterkabel und kurze Strecken. Ganz links, auch nicht alle gerade verfügbar, Instrumentenleitung unsymmetrisch in 3 und 5 Meter für Piano zu der iBox, für Gitarren, für Effektboards und so weiter. Dann hier Mini-Klinke auf große Klinke, Mini-Klinke auf RCA, Mini-Klinke auf XLR-Male, das Ganze nochmal auf Female. Dann Klinke auf Cinch für zum Beispiel kleine DJ-Mischpulte auf die iBox und so weiter. Dann normales RCA-Kabel, kurze Cut-Patcher, etwas längere Cut-Patcher, Antennenkabel für die LTE-Antenne und nochmal zwei 20 Meter BNC-Strecken für meine Funkstrecken, falls die Paddel halt noch ein bisschen weiter weg müssen. Gerade bei unseren Großturnieren ist das wichtig, dass die Paddel an einen Traversensteher kommen und die Empfänger logischerweise bei uns auf dem Rack sitzen. Dafür braucht man ein bisschen längere Kabel und dafür ist eben das da. Ja, Rest machen wir gleich. Ja, hier sind wir nun und ich zeige euch noch ein paar Sachen, die vielleicht nicht immer im Video auffallen. Erstmal hier oben ist ein warmweißer LED-Streifen. Das gleiche gibt es in den Gitterboxen, einmal hier und auch unten und auch noch in dem Regal, falls es euch vorhin aufgefallen ist. Mit Absicht warmweiß und das kaltweiß, weil ich finde gerade hier mit diesen zwei Farben zu spielen ganz cool, weil ich mache den Weißabgleich auf die Hauptlampen und damit das hier ein bisschen wärmer aussieht. Ich finde das ganz cool eigentlich und vor allem mag ich es, wenn die Gitterboxen beleuchtet sind. So, das könnt ihr auf der Kamera jetzt ein bisschen besser sehen. Wir haben also hier oben das Fach. Dann haben wir hier einmal einen Stromverteiler von 16 Ampere auf 12 Marschuko. Dahinter nochmal von 32 auf 16 Ampere CEE mit LS-Schalter. Ja, noch so ein paar kleine Adapter. Dann haben wir hier noch Trennbretter für meine Langpackcases. Hier oben sind 20 Meter Schuko-Kabel drin, natürlich 2,5 Quadrat, H07 RNF-Leitung. Dann haben wir hier kurze Kabel, 32 Ampere, 5 bis 10 Meter. Hier unten 32 Ampere lange Kabel, da sind 20 bis 50 Meter Längen drin. Und dann haben wir hier unten nochmal das gleiche in 16 Ampere, hier ebenfalls 20 bis 50 Meter Längen. Ja, hier ist noch so ein Karton, der steht da schon ewig, alles mit Kabel, die immer repariert werden sollten, aber ich das irgendwie nie tue. Blöde Geschichte, was soll ich euch erzählen? Ja, hier oben befindet sich dann mein Regal für Stative, kann man sagen. Ganz einfach aus KG-Rohren gebaut mit einem kleinen Holzrahmen. Da sind meine großen Mic-Stands drin, zweimal Distanzrohr für Lautsprecher, dann noch vier Rohre für Teller-Stands für Mikrofone und hier noch meine Fiberglas, Carbon, irgendwas, ganz leichtes Zeug, Tonangel. Brauche ich für Drehs, gerade für eigene Projekte. Auch werde ich erstmal als Tonmann gebucht für Drehs oder halt bei Gen Aria oder irgendwelchen YouTubern, wo ich so ein bisschen mitmische. Dann gibt es hier Taschen. Ah genau, hier sind noch meine LA-Sticks drin. Siehst du, habe ich fast vergessen. Ich habe noch zwei Voice Acoustic LA-Sticks, zwei Zweier-Cluster. Eine Score-Tasche, falls so zwei rausgehen, gerade erst passiert. Noch so ein billiges Schulter-Rig für Kameragedöns und da oben noch unsere Banner für Turnierer und Hoch 2 und so ein Kram. Genau. Achso, genau. Hier links an der Gitterbox werden übrigens meine Boxenstative gelagert. 8 sind es, jetzt sind es glaube ich gerade 6, weil zwei noch im Heimkino oben verbastelt sind für provisorisches Surround. Hier unten sind dann, ja, ein bisschen schräg teilweise, meine kleinen Mic-Stands und nochmal ein Kamerastativ. Da sind die Tellergewichte für die Tellerstative, eine Kabelbrücke, die im unglaublichen Zustand ist. Und ja, können wir die Zweitkamera schon mal weglegen. Hier hängt noch mein Helm von Kask, sehr wichtig für Baustellen, wenn man unter Traversen arbeitet.
und hier eben mein ganzes Sammelsorium an Kleinteile. Also Kronkorken, natürlich das Wichtigste, nein, für einen kommenden Bierpong-Tisch, den ich mal bauen möchte, der mit Epoxidharz ausgegossen werden soll. Alles an Schrauben, Sprengringe, Unterlegscheiben, U-Scheiben, alles mögliche. NL4-Spookies, dann haben wir noch Cut-Spookies, dann haben wir hier noch Speaker und Dreher, Spigards, also Doppelzapfen für Manfrotto-Klemmen, Manfrotto-Dreiecke, ne, wenn man mal an einen geraden Balken ran muss. Alles mögliche an RCA, an BNC-Spookies, Kose-BNC-Patcher, Edding, R7S-Brenner für Baufluter. Nochmal Adapter von Cut auf XLR, um eben bei in festen Häusern von den Cut Patch Base eben auch mal DMX irgendwo hinzuschicken und so weiter, dass man halt kein Kabel auf die Galerie legen muss, irgendwie sowas. Da sind die echt super. Klinke auf XLR Adapter, ach, all möglichen Kram. Single Studs für Lautsprecheraufhängung zum Sichern. Ach du, damit könnte ich noch ein eigenes Video füllen. Vago-Klemmen, Reduziergewinde für Mikrofonstative, alte Batterien, neue Batterien, kleine Beutelchen für so Spooky-Packen und so weiter, M3-Muttern für Buchsen in Neutrik-D-Blendenschrauben und ja, alles so ein Krempel. Jetzt habe ich mir im Mund so vorsichtig geredet, jetzt kann ich gar nicht mehr. Waren doch bestimmt zwei Teile.